Ja, hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Swiss Nerdkultur. Und ja, es ist mal wieder ein My Nintendo, und ja, es geht wieder um Pokémon. Und zwar die neue Generation, die heute bei der Pokémon Präsenz vorgestellt wurde. Heute ist ja auch, wenn ich mich nicht irre, der Pokémon-Tag. Und ja, an dieser Stelle hat natürlich Nintendo und Game Freak es sich nicht nehmen lassen, Neues zu Pokémon zu enthüllen. Und ja, es ist die neunte Generation Pokémon. Hier bekannt dann unter dem Namen Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Ja, ob das jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes ist, jetzt schon eine neue Generation Pokémon rauszubringen, also wirklich komplett neu, neue Geschichte, neue Starter, einfach wirklich alles neu, das ist natürlich Ansichtssache. Aber ich persönlich freue mich sehr darauf, weil, wie ihr da schon seht, die Landschaften sind wirklich schön und auch der Himmel, also jetzt zum Beispiel vorhin gerade, der Mond war richtig geil. Auch die Pokémon bewegen sich da richtig schön, als wären sie da in diese Welt wirklich integriert, und da freut man sich wirklich sehr darauf. ja. Klar kann man da bei der Grafik sicher noch einiges machen, denn ja, man ist ja bereits jetzt langsam in einem Stadium, wo man wirklich sagen kann, Nintendo könnte auch ein bisschen aufgehübschtere Games entwickeln. Sieht man ja beim Zelda Breath of the Wild, ist ein richtig schönes Game. Aber man muss auch sagen, das Spiel sieht aber auch nicht so scheiße aus. Also, es ist eben Pokémon-like, und ja, ich persönlich, mir gefällt es. Das Einzige, was mir jetzt überhaupt irgendwie nicht gefällt, sind die Starter-Pokémon. Also sind wir mal ehrlich, ich seht sie dann gleich, das ist nicht gerade das Geilste. Also das Einzige, was jetzt wirklich schön ist, das ist das Pflanzen-Pokémon, wie ihr da schon seht. Das Feuer-Pokémon, naja, und das Wasser sieht ein bisschen so aus wie ein, ja, Donald Duck. Ja, Freunde, das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, wunderschönen Tag. Ihr macht was draus. Euer Swiss Nerdkultur, und ciao.